Willkommen in Lisas Küche. Heute stelle ich euch Tom im Teig vor. Die Butter wurde geschmolzen und 2 Drittel der Butter werden nun zu den fein gehackten Kräutern dazugegeben. Heute wurden vorher noch gesalzen und gepfeffert. Dann habe ich hier Strudelteig. Der Strudelteig wird auseinandergenommen. Ein Blatt. Wird gefaltet. Dann mit der Kräuterbutter bestrichen. Dann wird auf die untere Hälfte der Tom gelegt und dann wird ein Päckchen geformt. Und auf ein Backpapier gelegt. Beim zweiten Tom gehen wir wieder so vor. Er wird bestrichen, der Teig. Der Tom wird dann auf die untere Hälfte gelegt und das kommt wieder auf das Backpapier drauf. Mit der Butter, ohne Kräuter, wird nun der Strudelteig außen bestrichen und bei 200 Grad ca. 15 Minuten gebacken, bis der Strudelteig goldgelb ist. Serviert wird der Tom im Teig mit grünem Salat und Tomaten und die Soße wurde aus Honig, Essig, Senf und Olivenöl zubereitet. Ich freue mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert und ich empfehle euch noch meinen Sauerkrautstrudel.